Die Hamburger Speicherstadt ist der weltgrößte historische Lagerhauskomplex, gelegen im Hamburger Hafen. Sie umfasst das Gebiet zwischen Baumwald und Oberhafen. Die Speicherstadt steht auf der rund 26 Hektar großen Fläche, einschließlich der Flete, der ehemaligen Elbinseln Kerwiede und Wantram, auf einer Länge von etwa 1,5 Kilometern und 150 bis 250 Metern Breite im nordöstlichen Hamburger Hafen. Seit 1991 steht sie unter Denkmalschutz und ist seit dem 5. Juli 2015 mit dem benachbarten Kontorhausviertel unter dem Namen Speicherstadt und Kontorhausviertel mit Schiedehaus auf der Liste des UNESCO-Welterbes eingetragen. Die Speicherstadt wurde zwischen 1883 und 1927 südlich der Altstadt auf den ehemaligen Elbinseln und Wohnquartieren Kerwiede und Wantram als Teilstück des Hamburger Freihafens in drei Abschnitten erbaut. Der erste Abschnitt war 1888 fertiggestellt. Die Bauleitung hatte der Oberingenieur der Hamburger Baudeputation Franz Andreas Mayer. Ihm zur Seite standen der Wasserbaudirektor Christian Nees und der Baudirektor Karl Johann Christian Zimmermann sowie ein Konsortium aus 15 Ingenieuren, 24 Architekten und Bauzeichnern. Von diesen hat Georg Thielen rund 30 Speicher an den Standorten Neuer Wandraum, am Sandturkai, auf dem Sande, Rob und Kerwiede entworfen. Seit dem 1. Januar 2003 ist die Speicherstadt aus dem Gebiet des 2013 aufgelösten Freihafens herausgenommen. Zum 1. März 2008 wurde sie verwaltungsrechtlich mit dem Neubaugebiet auf dem Großen Grasbrook zum Stadtteil Hafen City im Bezirk Hamburg-Mitte erklärt.